Hallo liebe Whisky-Freunde, willkommen zu einem neuen Review. Heute allerdings nicht nur eine Verkostung, sondern es soll zugleich ein kleiner Reisebericht von meinem Urlaub am Scharmützelsee mit zugleich erfolgtem Destilleriebesuch der Spreewood Distillers GmbH sein. Und da will ich euch ein paar Impressionen mal darbieten. Und verkostet werden soll heute der Stork Club Smoky Rye Whisky. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und nach dem Intro erstmal ein paar Impressionen sowohl von der Destillerie als auch von dem Ort ringsrum, vom Scharmützelsee, aber auch von der auch 100 Meter entfernt von der Destillerie gelegenen Spreewälder Privatbrauerei. Also bis daher, nach den Impressionen und dem Intro. Viel Spaß! Ja, nach diesen kurzen Impressionen, die euch hoffentlich ein bisschen eingestimmt haben auf das Verkostungsvideo, nochmals Hallo an alle Whisky-Freunde. Willkommen auf meinem Kanal Shauns Whisky-Ecke. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ja, letzte Woche war eine Urlaubswoche am Scharmützelsee in Wendisch-Rietz im Satama Sauna Park. Das ist also eine riesen Saunagelände mit 8 oder 10 Saunen, mit angeschlossenem Ferienhauspark, und da waren wir mit unseren Bekannten aus der Uckermark, liebe Grüße an Diana und Heiko hier, wieder mal in einem Ferienhaus mit ja, eigener Sauna, eigenem Whirlpool, Wasserterrasse. Leider nur, das Wetter war jetzt nicht ganz so optimal, sodass die Terrasse jetzt nicht groß genutzt werden konnte, die Sauna dafür umso mehr. Die Gegend ist sehr schön, und wenn man dort einmal am Scharmützelsee ist, dann bot es sich natürlich als Whisky-Freund an, einen kleinen Abstecher ungefähr 30 Kilometer südlich vom Scharmützelsee in das kleine Örtchen Schlepzig zu machen. Und dort ist die Spreewood Distillery beheimatet. Ist ein kleines Dörfchen, ich denke mal nicht mehr als 2.000-3.000 Einwohner. Und ihr habt es ja gesehen, die Destillerie wunderschön gelegen an der Dorfstraße in so einem im Hof da. Wenn man reinkommt, links gleich der Hofladen mit angeschlossenem kleinen Kaffee, Kamin. Dann gerade hin das Destillierhaus oder Destillationsgebäude und rechts dann die Lager für die Fässer. 100 Meter weiter gibt es dann die Privatbrauerei, Spreewälder Privatbrauerei, gegründet 1788 schon. Da waren wir natürlich auch, haben dort mal, also ich hatte einen kleines Hefeweizen mal zu mir genommen, sehr lecker. Da ist also ein Tagungshotel, das nennt sich seinerzeit angeschlossen. Also war wunderhübsch. Zur Destillerie ist Folgendes zu sagen: 2007 floss nach der Gründung 2004 der erste Spirit. Das war also ein Familienbetrieb. Und ja, nach 8 Jahren Destillierbetrieb suchten 2015 die Eigentümer einen Nachfolger für das Destillations- oder für das, ja, für die Destillerie als solche. Und die drei Eigner, dem die Destillerie heute gehört, haben sich eigentlich nur aufgemacht, in die Destillerie dort ein Fass zu kaufen. Und da erfuhren sie von der Absicht der Eigentümerfamilie, die Destillerie abzustoßen, und 2, 3 Jahre später haben sie die dann übernommen und eine eigene Rye Whisky Destillerie eröffnet. Es ist, glaube ich, eine der ersten, wenn nicht sogar die erste reine Rye Whisky Destillerie Deutschlands.
Ich hatte euch vor bestimmt jetzt schon ein, zwei Jahren mal diesen Single Malt vorgestellt. Der stammte noch aus Beständen der Vorbesitzer. Der hatte 47 Volumenprozente, war noch ein Single Malt. Heute gibt es kein Single Malt dort, das ist eine reine Rye Whisky Distillery. Ich hatte aber damals auch eine Flasche Rye Whisky gekauft, die hatte 57 Volumenprozente sogar, also ich glaube, das war eine Fassstärke, war auch recht ordentlich. Und ja, wie gesagt, heute eine eigene oder eine ausschließliche Rye Whisky Destille, die im Jahr etwa 200 Fässer herstellt. Und ja, destilliert wird auf einer Pot Still und einem, ja, Aromator genannten Destillationssäule. Ihr habt es ja in den Impressionen am Anfang gesehen. Und so wird da in einer zweifachen Destillation der Whisky hergestellt und dann in verschiedenen Fässern gelagert. Überwiegend amerikanische Weißeiche und deutsche Napoleon-Eiche. Dieser Whisky hier hat allerdings die Besonderheit, dass er nicht nur in diesen zwei genannten Fassarten gereift ist, sondern zusätzlich noch in Fässern der Laphroaig-Destille, also wo vorher Laphroaig-Whisky drin war von der Insel Islay. Und ja, so ist es quasi ein Wetting aus diesen drei Fassarten. Das Alter beträgt zwischen 3 und 4 Jahren, wie ich erfahren habe da. Ich konnte also in aller Ruhe 3, 4, 5 verschiedene Sorten durchprobieren, habe mich dann also für diese Flasche entschieden und habe mir aber hier nochmal ein kleines Sample von dem Foolproof Rye 55 Volumenprozenten mal mitgenommen. Das war sozusagen mein zweiter Favorit nach dem rauchigen hier. Also dieser Whisky, wie gesagt, ist nicht über Torffeuer, nicht dass ihr denkt, dieses Roggenmalz ist dann über Torffeuer gedarrt worden, sondern die Rauchigkeit sprießt einzig und allein daraus, dass quasi der Spirit in Ex-Laphroaig-Fässern, die ja für einen phenolisch-medizinischen Rauch bekannt sind, gelagert wurde und so eine gewisse Rauchigkeit da reingebracht wird. Ja, jetzt gibt es auch solche Verpackung hier dazu, die gab es damals noch nicht. Halte ich euch auch noch mal kurz ins Bild hier. Will euch nur noch mal kurz erzählen, was hier hinten drauf steht. Ein beträchtlicher Anteil unseres Smoky Rye Whisky wurde in Ex-Laphroaig-Fässern ausgebaut. Individuell getoastete Fässer aus amerikanischer und deutscher Eiche runden diesen wundervoll rauchig süßen und komplexen Rye Whisky ab. Pur genießen, bitte. Ja, der für die Whiskyherstellung genutzte Roggen ist ausschließlich aus Brandenburg, ist ja einer der größten Roggenanbaugebiete Deutschlands und so ist man also auch da heimatverbunden insoweit. Und in 2 Jahren will die Destille, so habe ich gelesen, klimaneutral wirtschaften. Da ist man also auch umweltschutztechnisch auf einem guten, ordentlichen Weg. Mehr ist nicht zu sagen, der Whisky kommt mit 50 Volumenprozenten in die Flasche, ist, soweit ich gehört habe, nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert. Hier als Abfüllungsdatum ist hier hinten ein Stempel drauf, 24/21, das wird bedeuten, die 24. Woche des letzten Jahres, nehme ich an, ist er in die Flasche gekommen. Dieser rauchige Rye Whisky ist limitiert auf 2000 Flaschen. Und ja, dann wollen wir mal gucken. Ich habe bis jetzt, muss ich gestehen, noch nicht viele Rye Whiskys vor der Kamera verkostet. Wenn nicht sogar, dass der erste ist, muss ich mal sehen. Also mir hat er in der Destille recht gut gefallen und deswegen dachte ich, den stelle ich euch mal vor. Ja, eine sofort in die Nase kommende Würzigkeit vom Roggen. Das ist ja typisch für einen Rye Whisky.
aber dann auch schon so Rauchanklänge, die ja kräutrig bis leicht ins Medizinische geht, aber jetzt eher dezent, also jetzt nicht irgendwie dominant wäre. Der Alkohol ist gut eingebunden, trotz des jungen Alters, sticht und brennt also nichts in der Nase zumindest. Ja, und jetzt, wenn da die Roggenwürzigkeit vielleicht etwas zurücktritt, dann hat man sowas wie ja, Gewürze. Ja, gewürztes Toffee kann man sagen. Ja, wirklich eine schöne Roggenwürzigkeit und Roggensüße. Ja, dann zum Wohl. Ersten Schluck Alkohol sehr präsent, brennt sogar ein kleines bisschen, aber eine würzige, ja, würzig und süß zugleich kann man sagen, aber verbunden mit einer doch recht beachtlichen Rauchigkeit. Also man staunt, wie viel da doch noch an Rauchigkeit bei rumkommt, wenn die nur in Laphroaig-Fässern gelagert worden. Es ist schon erstaunlich, also man könnte denken, das ist ein wirklich ein Peated Malt, recht kräftig. Und ja, jetzt im Abgang schöne Schokolade, dunkle Schokolade, Toffee und wieder dieser Anflug von Roggenbrot, diese doch Roggensüße. Also muss man allerdings mögen. Also wer jetzt nicht auf Roggenwürzigkeit steht, der ist da jetzt trotz Rauchigkeit nicht so sehr gut bedient. Aber ich finde es mal eine ganz interessante Abwechslung, diese ja, Roggenwürzigkeit mal kennenzulernen. Deswegen, der hatte mir auch in der Destillerie gut gefallen. Es wäre natürlich schön, wenn er noch ein bisschen, 2-3 Jahre älter wäre, ein bisschen mehr, ja, dass der Fasseinfluss noch ein bisschen mehr wird. Es kommt vielleicht noch ein bisschen zu kurz. Wobei die Rauchigkeit ist schon erstaunlich. Ja. Doch, ein bisschen ölig auf der Zunge ist er schon. Und wie gesagt, diese Roggenwürze verbunden mit der Rauchigkeit, das ist mal was ganz anderes und was Interessantes, finde ich. Also, es ist jetzt kein Überflieger, aber es ist für einen deutschen Whisky schon ein ordentlicher Dram, muss ich sagen. Ich bereue es nicht, dass ich den dort gekauft habe. Man kriegt ihn in den Shops teilweise schon für Mitte, Ende 30 Euro. Ich habe jetzt in der Destillerie 49 bezahlt. Ja, ist also jetzt kein Schnäppchen, muss man sagen, für einen 3 bis 4 Jahre alten. Allerdings, wenn man bedenkt, 50 Volumenprozente, eine Limitierung hat man von 2000 Stück und ex Laphroaig-Fässer, schöne würzige Rauchigkeit, ist durchaus mal einen Kauf wert. Also wenn ihr da mal in der Nähe seid, schaut mal vorbei. Das ist eine wunderhübsche Destillerie, idyllisch gelegen, in so einer ja, Spreewaldlandschaft, typisch mit Kanälen durchsetzt. Ja, lohnt sich allemal, dort mal hinzufahren. Und in diesem Sinne würde ich euch
in das Wochenende entlassen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like oder abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Review. Und in diesem Sinne, schönes Wochenende, bleibt schön gesund, frohe Ostern vor allem, lasst euch reich beschenken und bis nächste Woche, euer Schwan.